mercy for those that I have wronged. What I did unknowingly. Yet I would change everything if I could. He isn't listening, Gabriel. Your fate is fixed. Every man has the power to repent. I have faith in that. Forgive me. Forgive me. My God. I will have such fun with your Murray. I will introduce her to such pleasures. Her soul will go only to him. Once I have finished with you, Angel. My love. We are alive. No. I do not want this. Why has my life been given back to me? It is your fate. You have been given back what was wrongfully taken from you. To repent your sins. To make amends. But without you? You freed them all. You saved us all, my Gabriel. I couldn't save you. I knew I could not tell you, or despair would have eroded your resolve and everything would have been lost. I had faith in you, hoped that you would be strong enough to free the world, and you did not let me down. I am not worthy of your faith, your love. I am nothing. You are a good man, Gabriel. You are as God intended. Fallible, yet capable of great things. I loved you then, as I love you now. I see before me a man who has regained God's favor, and who has my forgiveness, and the forgiveness of all the lost souls of this world. You have saved us all, and you have saved yourself. The mask is a powerful device. It allows us to see through God's eyes. Can it really bring the dead back? Yes. Look. Too late for me, my love. I cannot come back. No. No, don't go. It is my time. The light is calling. I'm not afraid. No. Please, stay. Stay with me. It's beautiful, Gabriel. So beautiful. It's calling to me. Calling. I love you, Mary. I love you. Forgive me. Thank you.
Ja, das war Castlevania Lords of Shadow. Ja, cool. Muss man alles mal ein bisschen sacken lassen, das Ende. Oh, Hammer Spiel, Hammer Story. Ich bin nicht so der allererfahrenste Castlevania-Veteran, deswegen kann ich zu den Stories in den vorigen Castlevania-Teilen eigentlich nicht so furchtbar viel sagen. Trotzdem glaube ich, dass Lords of Shadow mit die beste Geschichte hat, wenn nicht sogar die ausgefeilteste und beste Geschichte von allen. Ich weiß nicht genau, das müssen natürlich die Castlevania-Fans, die können das sicherlich besser beurteilen. Ich kann nur sagen, dass mir die Story sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich jetzt auch nach dem zweiten Durchspielen immer noch absolut begeistert bin. Und es hat auch beim zweiten Mal immer noch richtig viel Spaß gemacht. Es ist zugegebenermaßen nicht eins der allerschwersten Spiele. Also ich könnte natürlich noch eine zusätzliche Herausforderung holen, indem ich es einfach mal auf einen schwierigeren Schwierigkeitsgrad durchspiele. Und ja, es hat auch seine Macken. Die habe ich auch mehrmals im Spiel angedeutet. Vielleicht eins vorweg, um das nochmal zu wiederholen. Die Kameraführung, die hat mich nicht so gestört. Ein-, zweimal gab es ein paar, naja, hakelige Sachen. Und ja, hin und wieder sind die Perspektivenwechsel sehr abrupt. So, dass man manchmal in eine falsche Richtung drückt, ne? Mit dem Steuerkreuz wenn man gerade in ein anderes, in Anführungsstrichen, Kameragebiet reinläuft. Das ist so ein bisschen, das kann ein bisschen nerven an manchen Stellen. Aber im Wesentlichen hat man zumindest in den allermeisten Kampfgeschehen ja wohl alles im Blickfeld. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und solange das gewährleistet ist, finde ich, kann man auch eine starre Kameraperspektive durchaus verzeihen. Ich hab's im Spiel definitiv verziehen, weil es dafür so viele andere Dinge auch sehr richtig gemacht hat. Wie zum Beispiel eine tolle Story. Es war sehr lang, das Spiel, wie ich fand. Ich kann natürlich noch einmal zum 100 Millionsten Mal abschließend erwähnen, dass das Spiel einfach nur brillant aussah. Und zwar vom ersten bis zum letzten Level in einem so langen Spiel. Absolut fantasievoll alles gestaltet. Tolles Level-Design. Das fand ich auch sehr motivierend und Kritikpunkte. Ja, Kritikpunkte, die ich halt anbringen würde, ist tatsächlich manchmal ein bisschen was in der Steuerung, die an für sich sehr, sehr, sehr flüssig ist. Also schon sehr gut. Aber ich hätte mir manchmal noch gewünscht, dass man einfach ein bisschen flexibler kämpfen kann, ein bisschen mehr aus bestimmten Attacken rauscanceln kann. Ich kenne es aus anderen Spielen halt, dass das möglich ist und dass das auch Sinn macht, gerade in hektischen Sequenzen, weil es ist ja nicht so, dass das Castlevania jetzt ein langsames Spiel ist und ich habe häufig auch Lust, richtig Tempo zu geben in den Kämpfen, also entsprechend Tempo, das Tempo, was dann auch von mir verlangt wird. Nur manchmal wird man dann durch die Steuerung und durch die Kampfmechanik manchmal in eine etwas langsamere und etwas defensivere Spielweise gedrängt, obwohl man auch gerne eher noch mehr angreifen würde, anstatt halt in eine defensive Spielweise zu verfallen. Und da wurde für meinen Geschmack manchmal ein bisschen das Spieltempo rausgenommen aus manchen Kämpfen und hat dann so ein klein bisschen den Frustfaktor getriggert, aber im Wesentlichen war es aber okay. Also das macht das jetzt nicht für mich kaputt. Also es hat trotzdem viel Spaß gemacht. Also Positives über die Kampfsteuerung kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich fand, dass es sehr, sehr viele verschiedene Attacken gab, die man lernen konnte, die man gegen Erfahrungspunkte eintauschen konnte und die man auch sehr gut lernen konnte. Das war alles sehr intuitiv und schnell erlernbar. Ich fand, und ich glaube, ich halte jetzt nochmal den Mund, weil wir sehen gerade noch eine kleine Sequenz.
an unusual hiding place for the Prince of Darkness. Don't you think? Zobek. Yes, old friend. It is I. Where have you been all this time? Out there, amongst the living. And what of you? Why have you been hiding all this time? Gabriel. Don't you dare call me that. Isint Dracul. No doubt you once were. But alas, look at you now. A mere shadow of your former self. Shadow, am I? What do you want, old friend? Satan's acolytes are readying for his imminent return. He is unlikely to welcome both of us with open arms. Don't you think? Help me stop him, or you and I will become his favorite pets. For all eternity. It is time to get out of this wretched tomb you have made for yourself. Stop skulking in the shadows. Don't you care that he will enslave you? I know what it is you yearn for. I cannot die. Yet. I cannot live. Help me, and I can free you of your immortality. Okay. Und damit haben wir das Level endlich abgeschlossen. Den Endkampf haben wir erfolgreich abgeschlossen. Wir haben 42 Sensemänner umgesinst und einen Satan. Genau. Und auch einen neuen Schwierigkeitsgrad habe ich freigeschalten, sogar auf diesem Account in Anführungsstrichen. Ja. Ja, wunderbar, gut. War auch eine sehr coole Sequenz, wie ich gerade fand. Ein kleiner Vorgeschmack auf eine Fortsetzung.
Ich frage mich gerade, ob es diesen Trailer, oder das, was wir gerade gesehen haben, schon in der Originalversion gab oder erst mit der Ultimate Edition, die ich gerade spiele. Aber ich glaube ja, dass das schon bei der Originalversion gab. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Gabriel sieht ein paar hundert Jahre später nicht mehr so gut aus. Was nicht zuletzt daran liegt, dass er nun mal nicht sterben kann. Und es wird ein Wiedersehen mit Sobek geben, der uns so übelst verraten hat. Ja. Gut. Sei es drum, wir haben das letzte Level abgeschlossen und damit haben wir das Spiel absolviert, erfolgreich, geschafft, gemeistert. Mein kleines Fazit habe ich gegeben, es hat mir einen riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch einigermaßen Spaß gemacht zuzuschauen. Und in diesem Sinne bleibt mir nunmehr zu sagen, vielen Dank Mercury Steam, vielen Dank Hideo Kojima Productions, vielen Dank Climax Studios heißen sie, glaube ich. Vielen Dank Konami und vielen lieben Dank an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Was ich vielleicht heute noch starte. Vielleicht noch nicht, mal gucken. Und ne? Ihr wisst Bescheid. Bis die Tage. Macht's gut. Ciao, Leute.